Hey Leute, was geht ab und willkommen zu einer neuen Folge NerdTV. Ja, wir sind endlich mal wieder back und haben krasses Zeug. Und zwar ein Film, darüber reden wir heute. Wir reden über eine neue Serie und 3 bis 4 neue Games, die wir alle ausprobiert haben, aber mehr dazu nach dem Intro. Kennt ihr noch die beiden Jack Reacher Filme mit Tom Cruise? Das Ganze wurde jetzt neu aufgesetzt und zwar als Serie gemacht und das kam jetzt im Februar raus. Wir haben uns natürlich die erste Staffel, die 9 Folgen beinhaltet, für euch angeguckt und hier kommt die Bewertung. You boys know what's about to happen to you. You leave now. Nachdem Tom Cruise zweimal den krassesten Motherfucker Jack Reacher gespielt hat und es dann keine mögliche Fortsetzung mehr gab, wurde das Ganze jetzt neu aufgezogen mit The Reacher. Eine ganz neue Besetzung und diesmal als Serie, die mit Staffel 1 9 Folgen bereithält. Uns hat die Statur von Tom Cruise als Titelheld der Jack Reacher Filme nie gestört. Entsprechend skeptisch waren wir, inwiefern der nun hünenhaftere und ordentlich muskelbepackte Alan Ritchson der bessere Reacher sein soll. Als Hawk in Titans mochten wir Ritchson aber bereits. Jedoch waren wir uns nicht sicher, wie der Hühne mit den freundlichen Augen als Reacher die Serie tragen kann. Doch das kann er, zumal er sich auch nicht alleine durchboxt, sondern eine tolle Besetzung von Polizeiteam um sich hat, dass man ebenso rasch ins Herz schließt wie den Titelheld selber. Der Reacher-Fall an sich mutiert von zu Beginn scheinbar kleinstädtischen und familiären gelagert bis hin zu internationalen Ausmaß, wodurch auch absehbar wird, wie der anstehende Weg von Reacher auch aus der Kleinstadt wieder hinausführt. Mit dann einem neuen Fall für Staffel 2 und vielleicht dadurch auch noch etwas fieser wirkende Schurken. Also Fazit, The Reacher Staffel 1 war wirklich gut gelungen. Auch wenn wir anfangs ein wenig die Sorgen hatten, ob er mit Tom Cruise mithalten kann, aber das kann er. Sehr großen Daumen nach oben für The Reacher, ist zu empfehlen. Gleich am Anfang Februar kam direkt ein richtig großes Highlight in die Kinos und zwar Moonfall, ein sehr groß angepriesener Film. Wir haben uns das Ganze gegönnt und ob der wirklich auch diesen Hype verdient, das würde ich sagen, erfahrt ihr jetzt in der Moderation. If you're watching this, then you know by now a huge problem is heading our way. An emergency meeting is being called at our usual place immediately. Free bagels. Moonfall wurde groß angekündigt und schon beim ersten Teaser gehypt. Die Trailer zeigen positives Feedback und es scheint nahezu perfekt. Doch kann sich der Film in den Kinos auch wirklich behaupten? Erstmal zur Story. 10 Jahre nach einer missglückten Weltraummission hat der in Ungnade gefallene Ex-Astronaut Brian Harper, gespielt von Patrick Wilson, die Kontrolle über sein Leben verloren, während seine damalige Kollegin Dr. Jo Fowler, gespielt von Halle Berry, weiter bei der NASA Karriere macht. Da tritt der Verschwörungstheoretiker und Astroexperte Casey Hausman, gespielt von John Bradley, mit einer unglaublichen Entdeckung an Harper heran. Der Mond wurde von einer mysteriösen Kraft aus seiner Umlaufbahn gestoßen und droht nun auf die Erde zu stürzen. Natürlich schenkt dem Duo zunächst keiner Glauben. Erst als gigantische Mondbrocken auf die Erde zu stürzen beginnen und Flutwellen ganze Städte unter sich begraben, muss die NASA handeln. Fazit? Moonfall entpuppt sich als wenig stimmungsvoll und versucht sich zwar zwischen Verschwörungsthriller und Sci-Fi-Action-Drama, doch lässt das Ganze im Endergebnis wohl eher etwas blass aussehen. Der Twist dann im letzten Drittel ist uns zwar dermaßen absurd und trashig, ist aber sogar einer der besten Teile des Films. Aber leider kommt er zu spät, um den Film wieder in die Umlaufbahn der Fans zu befördern. Ja, ich weiß, kleiner Moonfall-Witz. Also Moonfall sah von den Trailern richtig geil aus, konnte allerdings sich in den Kinos nicht wirklich beweisen und bei uns ehrlich gesagt auch nicht so wirklich. Heiei! Ich bin geschäftlich hier. Ich bin gekommen, um dich zu verprügeln. Und ich werde immer das bekommen, was ich mir wünsche. Der Satz macht keinen Sinn. Aber egal, ich krieg's trotzdem hin. Und ich, Wodka mit Gin. Warum? Warum?
Sifu ist nun seit dem 8. Februar 2022 offiziell draußen und wir müssen von vornherein sagen, wir sind positiv überrascht, wie gut dieses Game unseren Suchtfaktor befriedigt hat. Aber mal im Allgemeinen, was genau ist Sifu? Sifu ist ein Einzelspieler-Kampf-, Beat'em-up- und Action-Adventure-Game, das von den französischen Publisher Slow Clap entwickelt und veröffentlicht wurde. Bereits 2017 kamen sie mit dem Game Absolver ganz positiv raus, jedoch ist Sifu in puncto Suchtfaktor eine Schatzkiste voll mit Geheimnissen und da will man immer wieder reinschauen und unbedingt wissen, was da abgeht. Erstmal zur Story selbst. Die Story beginnt irgendwo in China, in einer Schule. Anfangs spielt ihr den Ex-Schüler des Sifus namens Yang, der gemeinsam mit seinen Mitstreitern Fajar, Sean, Kuroki und Yin Feng ein Massaker auf die Ex-Schule veranstaltet. Dabei trifft ihr am Ende euren Meister, killt ihn und lernt kurz den kleinen Sohn des Sifus kennen. Yang befiehlt daraufhin Fajar, das kleine Kind zu töten. Ja, jedoch war das Kind tatsächlich nicht tot. Was für eine Überraschung. Das Kind wird jedoch dank eines magischen Talismans wiederbelebt, obwohl seine Kraft begrenzt ist, da der Benutzer bei jeder Verwendung eine beschleunigte Alterung erleidet. 8 Jahre nach dem Angriff auf die Schule ist das Kind zu einem krassen Kampfkünstler geworden, der sich selbst trainiert, um sich an Yang und seinen Untergebenen zu rächen. Nun spielt ihr den Rächer und spürt sie alle einen nach dem anderen auf Detektivweise auf und tötet sie nach ihren Duellen. Schließlich treffen wir am Ende auf Yang selbst. Der verrät, dass er ursprünglich von der Schule verbannt wurde, weil er versucht hatte, den Talisman zu benutzen, um seine Frau und seine Tochter zu retten, was ihn dazu motivierte, seinen Sifu aus Rache zu töten. Wir und Yang kämpfen dann, wobei wir natürlich als Sieger herausgehen können. Denn in Sifu gibt es 2 Enden. Einmal das normale Ende, und zwar das normale, wenn wir am Ende uns dafür entscheiden, Yang endgültig den Garaus zu machen, bedeutet das, dass wir den Lehren von Wude nicht gefolgt sind und wir werden zu unserem ursprünglichen Ausgangspunkt vor 8 Jahren wiederbelebt und haben am Ende des Spiels einfach nicht verstanden, dass es nicht um Rache geht, sondern um Verzeihung. Und natürlich gibt's dazu noch das Ende, und zwar einmal, wenn wir Yang natürlich verschonen. Sterben wir kurz darauf wegen den zugefügten Schaden von Yang. Wir wachen jedoch wieder auf und wurden anscheinend wiederbelebt. Und indem wir die Lehre von Wude folgen, erlangen wir so eine Art von Erleuchtung. Danach kommt eine Post-Credit-Szene, die zeigt einen Sifu, der sich mit dem Talisman in seinem Besitz um seine Schüler kümmert, was darauf hindeutet, dass wir überlebt haben. Vermutlich wurden wir von Yang wiederbelebt, als Dank dafür, dass er ihn verschont hat und um Erlösung für seine Sünden zu suchen. Und das ist natürlich der richtige, wahre Weg von einem Sifu. Gameplay-technisch hat dieses Game typische Kampfelemente. Ihr könnt ausweichen, blocken, normale und stärkere Angriffe machen, Spezialangriffe wie zum Beispiel den Augenschlagen, dürfen natürlich auch nicht fehlen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, immer spezielle Angriffe oder Verteidigungen plus schnelle Angriffe zu üben. Hierbei müsst ihr nur zum Hauptraum gehen und schon könnt ihr einen Holzdummy entdecken. Da könnt ihr dann beliebig Sachen machen bzw. Sachen trainieren und so lange wie möglich eben trainieren. Außerdem besitzt das Spiel Detektivelemente. Durch das Board, worin euer Charakter bereits einige Sachen entdeckt hat, könnt ihr weitere Sachen in den verschiedensten Leveln finden. Wie zum Beispiel Schlüsselkarten, die ihr auch in anderen Leveln wiederum benutzen könnt. Oder auch Fotos oder Gegner, die ihr euch einprägt, indem ihr Fotos davon macht. Ja, das Spiel ist halt einfach ein bisschen so Möchtegern-Detektiv-Conan. Aber was sagt uns das Ganze? Wir müssen sagen, daran erkennt man eben, dass unser Charakter auch die Wege bzw. die Gründe irgendwie verstehen will. Wieso sein Vater von Yang getötet wurde und irgendwie ist er auf der Suche nach einer tieferen Bedeutung in der ganzen Sache. Ansonsten besitzt ihr ebenfalls die Möglichkeit, mithilfe der EXP weitere Fähigkeiten auszubauen und zu verbessern, wie zum Beispiel eure Lebensanzeige zu erweitern oder spezielle Angriffstechniken freizuschalten. Im Großen und Ganzen ist die Grafik auch ein sehr geiles und eigenes Konzept. Klar, einige Grafikfehler gibt es schon, aber man kann mit einem Auge da schon weggucken. Also, das sollte wirklich kein Kritikpunkt sein, dieses Spiel schlecht zu reden. Das ist echt völliger Blödsinn. Endfazit von uns: Wir sind auf jeden Fall begeistert von Sifu und finden den Reiz, immer unseren Alter so weit wie möglich unten zu halten, ist auf jeden Fall ein positiver Extrapunkt für das Spiel. Zum Schluss finden wir nur schade, dass das Spiel bzw. die Story relativ kurz gehalten ist.
Jedoch kann man dazu sagen, dass man es sich verlängern kann, indem man einfach sich irgendwie Challenges macht. Also für sich selber. Zum Beispiel, ich versuche jetzt mal dieses Level ohne einen Hit durchzumachen. Oder ich versuche dieses Level mit dem und dem Alter durchzuspielen. Oder sonstiges. Also, ihr seht, man kann es auch ein bisschen verlängern. Storytechnisch bleibt es aber leider immer noch kurz. Im Großen und Ganzen geben wir das Game eine 9,5 von 10 Punkten. Das war auf jeden Fall ein sehr amüsantes und geiles Game. Danke dafür, Leute. Weitermachen. Alle Pokémon-Fans haben sich darauf gefreut und einige waren auch ein bisschen kritisch eingestellt. Und zwar geht es hierbei um Pokémon Legenden Arceus. Ja, es kam zwar Ende Januar raus, aber wir haben uns gesagt, okay, wir lassen uns ein bisschen mehr Zeit, weil das Spiel hat schon ein bisschen mehr zu bieten. Deswegen kommt jetzt unsere Bewertung zu Pokémon Legenden Arceus. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Pokémon Legenden Arceus ist zwar Ende Januar erschienen, jedoch wollten wir das Ganze auf jeden Fall aufgreifen in dieser Folge. Dieses Game hat wohl schon die größten Höhen und Tiefen vor Release erhalten. Viele Fans waren entweder extrem begeistert von der Innovation, die in den Trailern gezeigt worden ist, dadurch, weil sich da eben sau viel geändert hat. Andererseits waren einige eher enttäuscht von der zu vielen Veränderungen, der schlechten Trailer, die gezeigt worden sind, der Grafik, der komischen Grundidee. Irgendwie kam das einfach nicht in deren Kopf, dass sich Pokémon tatsächlich mal etwas ändern kann. Naja, aber mal back to the roots, beziehungsweise back zum Anfang. Was genau ist denn Pokémon Legenden Arceus? Storytechnisch ist Pokémon Legends Arceus oder Legenden Arceus oder Legend Arceus eine Art Prequel der vierten Generation von Pokémon. Das Spiel spielt in der alten Vergangenheit, als die Sinnoh-Region als Hisui bekannt war und das Konzept von Pokémon-Trainern und einer Pokémon-Liga noch gar nicht in irgendeiner Weise etabliert war. Anfangs war es nur ein Thema, die Pokémon zu fangen, zu verstehen und zu sammeln und Daten sammeln. Und alles sammeln. Gefühlt alles. Wir selber übernehmen die Rolle eines neuen Rekruten für das Galaxy-Team, eine Expeditionsgruppe, die verschiedene Vermessungsmissionen in ganz Hisui durchführt. Wir werden hierzu in verschiedene Gebiete der Region geschickt, um eben die verschiedensten Missionen zu erfüllen, wobei unser Hauptziel natürlich das Pokédex ist, was wir eben füllen sollen. Gameplay-technisch hat sich hierzu einiges getan. Zu der Spielhauptmission mit dem Pokédex gibt es jetzt auch im Pokémon Nebenmissionen. Also ich rede von Nebenmissionen, die euch wirklich was bringen und nicht so Kleinigkeiten wie bei so anderen Teilen, wo ihr einfach Leute anspricht und dann sagen die, hast du vielleicht ein Lotuzel zum Wechseln, zum Tauschen? Ich würde es gerne sehen, bitte. Tatsächlich habt ihr die Möglichkeit, zum Beispiel ein Pokémon für einen der Dorfbewohner zu fangen, um zu zeigen, wie unterschiedlich ebenfalls das gleiche Pokémon sein kann. Oder eben die Pokémon zu tauschen. Also dafür erhält ihr dann natürlich auch EXP für eure Pokémons und irgendwelche Zusatz-Items wie Beeren oder sonstiges, damit ihr auch quasi in Zukunft irgendwas damit machen könnt. Was genau, erzähle ich euch gleich. Zu der Spielhauptmission, den Pokédex zu füllen und die Pokémon zu fangen, kommen nochmal zu jeglichen Pokémon, also zu allen 242 Pokémon, Minimissionen auf euch zu. Zum Beispiel müsst ihr eine gewisse Anzahl der gleichen Pokémon-Sorte fangen oder beim Kampf schauen, wie sie eine bestimmte Attacke, zum Beispiel Ruckzuckhieb oder sonstiges, ausführen und das ebenfalls eine gewisse Anzahl lang. So könnt ihr dann für das Pokémon eben, sage ich mal, den Endeintrag zu Ende ausfüllen und somit habt ihr dann die 100% von diesem einen Pokémon. Und jetzt stellt euch das einfach bei 242 insgesamt vor. Lustigerweise habt ihr in diesem Spiel auch nicht dieses typische ich wähle jetzt einen Starter aus, der komplett neu ist, sondern es wurden einfach von drei verschiedenen Generationen die Pokémon ausgewählt. Einmal Feuerriegel, Otaro und Bautz. Ich finde, das nimmt eigentlich den ganzen nicht mal so krass den Reiz weg, muss ich sagen. Zu dem Ganzen kommt alleine das Kampfsystem. Alles ist extremst offen. Also ich meine wirklich alles. Also ich meine, es ist nicht wie früher, dass ihr im hohen Gras auf ein Pokémon trifft oder eben auf einen Gegner und dann kommt ihr zu einem Kampfscreen mit einer coolen Musik und ihr könnt ganz leicht Attacken machen. Nein, es ist so wirklich im selben Ort, wo ihr auch seid und auf das Pokémon trifft, genau da könnt ihr auch ein Pokémon werfen und dann auch kämpfen. Ihr selber seid mitten im Geschehen. Und das mitten im Geschehen ist nicht mal übertrieben gesagt, sondern ihr könnt sogar selbst mit dem Pokémon kurz kämpfen, indem ihr es mit Steine bewirft oder sonstige Items
und könnt es damit tatsächlich etwas schwächen. Oder ihr könnt es auch gleich fangen, das geht auch. Kommt drauf an, wie stark eben das Pokémon ist. Jedoch könnt ihr das Pokémon nur endgültig besiegen, also wenn ihr es nicht fangen könnt, natürlich nur mit einem anderen Pokémon. Zudem kommt noch die Möglichkeit, dass ihr selber Sachen craften könnt. Was ich damit meine, zum Beispiel könnt ihr selber Pokébälle zusammenbauen, indem ihr Sachen sammelt oder Materialien sammelt, die natürlich euch weiterbringen. Was euch natürlich den Vorteil bringt von dem Ganzen, ihr müsst keine Pokédollar ausgeben, sondern müsst einfach nur Materialien finden und sammeln, die ihr sowieso findet und sammelt, während ihr in eurer Expeditionskundung da unterwegs seid. Zu der Grafik selbst, naja, ich muss da nicht viel zu sagen, es ist echt schlecht gemacht. Also man muss dazu sagen, für eine Next-Gen-Pokémon-Version ist es einfach nicht angemessen, was extrem schade ist, da viele sich wirklich für eine geile Grafik gefreut haben. Man muss dazu sagen, Schwert und Schild waren ja schon sozusagen das Beste von der Grafik. Auch da gab es einige Kritiken, aber hier finde ich das sogar 10.000 Mal schlechter als bei Schwert und Schild. Aber es hat tatsächlich so seinen eigenen Stil. Also der Stil von der Grafik passt auf jeden Fall zu dem Zeitalter, sage ich jetzt einfach mal. Endfazit, es macht echt Laune und jeder Fan, gefühlt, der es auch wirklich Bock hat zu zocken, wird positiv überrascht sein. Jedoch wird es die Fans, die auf diesen altbacken standardisierten Pokémon-Games-Kram abfahren, nicht zum Kauf überzeugen. Da sind wir uns auf jeden Fall sicher. Wir geben dem Ganzen eine 7,5 von 10 Punkten. Ich glaube, der kommt einfach nicht. Wieso sind wir eigentlich immer noch hier? Wir haben sogar andere Sachen an. Wir sind seit Back for Blood hier. Gehen wir doch einfach. Ich muss gleich drauf. I know not who can hear my voice. I should therefore speak a word unto here. Anyone who dares to steal food will be hanged and their bodies will be exposed. Wir erinnern uns doch alle noch an das Game Dying Light, richtig? Coole Story aus der Ego-Perspektive und absoluter Spielspaß. Dying Light war schon echt fresh, bis zwei Tage nach dem Release die Meldung rausging, dass es nicht mehr verkauft werden darf und auf dem Index landen wird. Aber alle, die es noch kaufen konnten, wie übrigens auch, durften es dann behalten. Jetzt, ganze 7 Jahre später, kommt der zweite Teil und musste gleich vorweg ganz schön einstecken. Etliche Verschiebungen, zahlreiche Bugs und die gecuttete Version war kein leichter Start für das Sequel. Dann, wie wir ja wissen, wurde Dying Light 2 nur dann in Deutschland zugelassen, wenn es zensiert wird. Aber einen großen Unterschied macht es zum Original nicht wirklich, außer ein paar weniger abgetrennte Gliedmaßen und weniger Blut. Aber jetzt kam es endlich raus und musste sich als Fortsetzung echt behaupten. Wir spielen übrigens nicht den Dude aus dem ersten Teil, sondern kriegen eine ganz neue Story. Wir spielen diesmal Aiden, der seine Schwester suchen will. Das Ganze spielt übrigens auch 20 Jahre nach den Ereignissen aus Teil 1. Den Vorteil hatte schon mal. Du musst also nicht den ersten Teil kennen, um den zweiten spielen zu können. Die Menschheit hat sich größtenteils auf die Dächer zurückgezogen und dort zu leben. Wir kommen später dann in eine Stadt, die in zwei Gebieten aufgeteilt ist. In der müssen wir uns zurechtfinden und Missionen erledigen, wie zum Beispiel Gegenstände finden, die man am besten nur nachts bekommt, also wenn die Zombies viel stärker sind und auch sonst gefährlicher. Oder wir müssen jemanden retten und vielleicht sogar jemanden ausschalten. Wir müssen aber sagen, dass Dying Light 2 eine wirklich fantastische Story zu bieten hat, die dich immer wieder in den Bann reißen kann. Kommen wir aber mal zu Grafik. Da müssen wir doch ein bisschen meckern. Dies ist nämlich an sich ganz nett anzusehen, aber das war's auch schon. Die Figuren wirken absolut so, als ob sie keine Seele hätten und dich mit ihren leeren Blicken anstarren. Und auch sonst, wenn man weiß, dass jetzt die Unreal Engine 5 draußen ist, wäre da, glaube ich, wirklich ein bisschen mehr gegangen. Aber gehen wir mal zum Gameplay über. Du kannst auch übrigens Entscheidungen treffen, das den Verlauf der Geschichte ein wenig verändert. Allerdings hat das keinen so großen Einfluss, wie wir uns gewünscht hätten. Da hätten wir uns über ein bisschen mehr Inhalt gefreut. Dazu müssen wir auch gestehen, dass die Nebenmissionen nur anfangs wirklich reizen. Danach wird es irgendwann eintönig und irgendwo immer dasselbe.
Hierbei wurde das Ganze von den Entwicklern auch noch ein wenig kaputt gemacht, da hier auf Copy and Paste gesetzt worden ist. Auch die Gegend wird irgendwann mehr als überschaubar und eintönig. Wenn wir natürlich dann im zweiten Gebiet ankommen, kriegen wir auch noch einen Gleiter und können uns schneller vorwärts bewegen. Ihr könnt natürlich auch Fähigkeiten freischalten, um besser im Parcours zu sein. Ausdauer, Lebensanzeige, Wandlaufen und so weiter, alles könnt ihr freischalten. Der Parcourslauf macht auch wirklich Spaß und fühlt sich richtig knackig und schnell an. Und wenn er schon gelevelt ist auf hohem Grad, dann geht der Spaß erst richtig los. Anfangs ist es eher nervig, da die Ausdauer nicht ganz so mitspielt. Die kann nämlich relativ schnell ausgehen und sorgt dann eher für Augenrollen. Den Multiplayer konnten wir allerdings nicht ausprobieren. Deshalb werden wir dazu jetzt auch nicht allzu viel sagen. Fazit: Insgesamt ist Dying Light 2 wirklich gut gelungen. Es macht Spaß und die Story zieht dich wirklich in den Bann. Ob es Dying Light 2 wirklich auch schafft, mit seinen Vorgängern mitzuhalten, bleibt noch abzuwarten. Immerhin haben die Entwickler schon angekündigt, dass das Game noch ganze 5 Jahre lang unterstützt wird mit Updates, Nebenmissionen und DLCs. Das heißt, ein Dying Light 3 oder so, wenn es überhaupt kommt, würde, wenn dann erst nach 6 oder 7 Jahren wiederkommen. Wir können also sagen, Daumen rauf für Dying Light 2 und schön, dass wir mal wieder in eine Zombie-Welt tauchen konnten. Bin geschäftlich hier. Warum? Um dich zu verprügeln. Hör auf zu lachen, Sam. Aber du auch. Warum? Achso. Hey! Waren schon ein bisschen kritisch gegenüber. Und zwar geht es hierbei um Pokémon. Pegasus. Pegasus. Scheiß drauf. Drauf scheiß. So, das war's wieder mit dem Video. Wenn ihr hier klickt, dann könnt ihr natürlich abonnieren. Und wenn ihr hier klickt, dann kommt ihr zu anderen Videos. Ja. Also. Ja, ich würde sagen, das war's, oder? Ja, schon. Passt. So, da geht's ja gar nicht weiter.